Hallöchen, Freunde, und herzlich willkommen zurück bei Sherlock Holmes Jagd Jack the Ripper. Jetzt im Safe, beziehungsweise vor dem Safe, mit diesen ganzen Plättchen hier. Und ich find's interessant, das Rätsel zur Lösung hatte ich in der letzten Folge schon gesagt, obwohl es eigentlich mehr ein dummer Witz war. Diese Plättchen funktionieren im Prinzip wie Domino. Wenn ich jetzt dieses Plättchen hier zum Beispiel einsetze, kann ich jetzt zum Beispiel das nur darunter legen, was hier oben diese Krone hat. Zum Beispiel das hier. Das muss übereinstimmen. Das heißt, und das jetzt hier immer so weiter, ne? Ihr versteht das Prinzip schon. Und irgendwie muss das jetzt funktionieren. Sonst komme ich nicht weiter. Was mich ein bisschen verwundert ist, dass es ja da unzählige Kombinationsmöglichkeiten gibt. Theoretisch. Aber probieren wir einfach mal das Beste. So, warte mal. Das könnte man auch hier machen, weil ich habe ja hier oben auch noch eine Krone. Dann passt das allerdings nicht. Aber hier zum Beispiel, das passt. Und das ist NN. Dann habe ich einmal hier das D. Das heißt, das funktioniert aber auch in dem Sinne nicht, weil es könnte sich hier einfach mal um Stunden handeln, bis wir das hinkriegen. Das ist aber kein Problem, weil ich hoffe, ihr habt Zeit mitgebracht. Oder ich spule das Ganze dann wieder vor, wie gehabt. Hier fehlt uns das. Ah, nein, das ist wohl nicht richtig. Ach, wer hätte es gedacht? Zurücksetzen. Okay, wenn man jetzt wenigstens wüsste, womit man anfängt. Gut, im Notfall muss ich halt in die Komplettlösung schauen und mir dort abgucken, welches das erste Plättchen ist. Wenn man das erste hat, kann man ja dementsprechend logisch vorgehen. Gott, Mondi geht logisch vor. Was ist passiert? Warte mal, so. Dann hätten wir das schon mal. Hier oben ein N. Das wäre hier. Dann bräuchten wir dieses neckische Teil hier an der Seite. Was wir nicht haben. Also, wir haben dieses Symbol hier nicht irgendwo an der Seite. Das heißt doch eigentlich quasi, dass das irgendwo hier drüben sein muss. Ja. Damit ist ja einem schon mal geholfen. So, dann haben wir dieses Symbol und ein N an der Seite. Jetzt kommen wir aber zum nächsten Problem, dass wir dieses Ding auch nicht nach oben hin haben. Also beziehungsweise nach unten hin. Das heißt, das könnte ja eigentlich nach oben. Dann hätten wir das. Dann müsste ich hier das... Moment. Ich brauche ein N an der Seite. Mit dem Gezwirbel da oben. Ich bin mir überhaupt nicht sicher, ob das Buchstaben sind oder ob das Zahlen sind. Ob das irgendwas Hebräisches ist, vermutlich. Weil wir sind ja hier in der jüdischen Gemeinde unterwegs, beziehungsweise im Imperial Club, einer Vereinigung von jüdischen Mitbürgern. Warte mal, die Krone. Habe ich hier so ein Gedöns irgendwo? An der Seite, warte mal, hier wäre so ein Gedöns. Haben wir... So, da würde das funktionieren. N, aber hier müsste die Krone dann hin. Haben wir irgendwo noch ein P? Aber hierzu haben wir auch kein Gegenstück, dieses... Ah, doch, hier. Und hier das kleine Größe, dann setzen wir das mit nach unten. Dann könnte das N hier hin passen. Also hier könnte das N passen, aber das P. Funktioniert das? Elementar. Yay! Hat nur halb so lange gedauert, wie ich gedacht habe. Ich brauche etwas. Achso, unser Wörterbuch? Oder anzünden. Halt, stopp, anzünden ist wahrscheinlicher. Ich brauche etwas. Okay. Kein Randale heute mit Sherlock. Diese Dokumente enthalten einige Wörter in jiddischer Sprache, die man von rechts nach links lesen muss. Oh Gott, nee. Nicht schon wieder. Ich dachte, das kann doch nur eine Katastrophe werden. Hey, aber das sind die Symbole von eben. Die Kabbala lehrte uns die Macht der Gematrie. Eine Hermeneutik.
optische Technik, mit deren Hilfe wir alles, das Sichtbare wie auch das Unsichtbare, mit Hilfe von Zahlen interpretieren können. Folglich wissen wir, dass Lester wahrlich gesegnet ist, der Name die Zahl 489 ergibt. Was entspricht und so viel wie Mann Gottes bedeutet. Ja, gut. Ich hab mal Zettel und einen Stift. Was muss ich jetzt hier tun? Muss ich jetzt hier Buchstaben einsortieren? Okay. So, die N ist die 1. Was mache ich jetzt hier? Der Nachname von Mr. Bath ergibt die Zahl 403. B ist die 2. A ist die 1. Und TH, also TH, wie es der Engländer zu sagen pflegt, ist die 400. Das Ganze rechne ich zusammen. 403. Also addieren ist hier das Rätsel zur Lösung. Das hüpfende Komma, der springende Punkt. Mr. Hammer ergibt die Zahl 356. H5, A1, M40. Wie kommt man dann auf 356? Ach so, ach. Ja, weil es ja hier zwei M's sind. Wir haben quasi zwei M's, da sind wir hier bei 80. Und ER. Es geht ja noch weiter, gut. Okay, das... Die zweite Zeile habe ich jetzt hier einfach mal nicht wahrgenommen. Hochachtungsvoll Samuel Kluger. PS, bitte sage Mr. Morell, dass sein Nachname entspricht und deswegen die Zahl 346 ergibt. Okay. Und jetzt kann ich hier quasi die tauschen Buchstaben in Nummern und diese Nummern sind dann wiederum diese Symbole zugeordnet. Und jetzt muss ich herausfinden, welche Zahl, Nummer, was ist. Ich bin verwirrt. Ich bin einfach nur verwirrt. Na gut, dann suchen wir mal. Lester ist also das hier. Also ist dieses N hier wahrscheinlich das E. Roter. Das gefällt mir gar nicht, dass das rot ist. Ach! Warum auch immer? Ach, weil die an die andere Richtung lesen, natürlich. Nee, da macht's immer noch keinen Sinn. Warum ist das E? Selbst wenn die jetzt von vorne nach hinten lesen. Ich habe das Prinzip nicht verstanden. Warte mal, wir haben jetzt hier Mr. Morell. Ah doch. Ah doch, das ist doch das E, wenn du das hier siehst. Aber hier oben, das Lester ist ja irgendwie... Gut, dann nehmen wir das hier unten. Offenbar, das geht einfacher. Also von vorne nach hinten. Das heißt, Morell, dass das L das Ding ist. Das wäre dann das L. Juhu, ich hab's verstanden. Yay. So, dann wäre das R. Das wäre hier. Dann haben wir diesen kürzeren. Das wäre dann dementsprechend das U. Und dieses total verschnörkelte Etwas wäre dann das M. Gut. Und jetzt brauche ich nur noch das hier. Aber das müsste doch dann auch ein E sein, wenn Lester das ist. Das macht ja alles keinen Sinn. Gut, bababam. Haben wir noch irgendwelche Hinweise? Ich weiß, dass wie ich das gerade löse, ist irgendwie, glaube ich, ein bisschen dümmlich. Aber warte mal, wir haben ja unten ja auch noch die Nummern. Zum Beispiel können wir jetzt hier nehmen, dieses Ding ist ein E aus Lester und Lester ist die 439. Und das heißt, wenn ich jetzt das nehme, ich habe keine Ahnung, kommt Try and Error Prinzip. Okay, gut, das können wir so weitermachen, das war jetzt nicht geplant, dann ist das vielleicht hier ein I. Nö, kein I, schade.
Vielleicht mein K? Auch kein K, schade. Ein B? Ach schön, ABC. Vielleicht ein D? Was hatten wir noch nicht? Ein F? Nee, das wird auch ein bisschen dümmlich klingen. Ein N? Das Mundi macht das ja ganz wissenschaftlich. T? Ein H? Ausgezeichnet. Jetzt der nächste Schritt. Bitte was? Gut. Also das war wieder hier reine Logik, die uns jetzt zu dieses Rätsel gelöst hat. Ich weiß gar nicht. Also, ich kann's halt, ne? Ich bin so viel klüger als Sherlock Holmes. Gott, ich werde selber rot. Das glaube ich mir selber nicht. Lipski, wen suchen wir denn überhaupt? Nee, wir suchen Levi. Einen Levi suchen wir. Levi Joseph Hyam, geboren 1841 in Aldgate, Mitglied seit 14. April 1887, Wohnanschrift Middlesex Street 36, Aldgate, Beruf selbstständiger Metzger in Hutchinson Street 1, Aldgate. Das war's. Ich habe die Adresse von Joseph Hyam Levi, Middlesex Street 36. Jetzt muss ich versuchen, den Club unbemerkt zu verlassen. Das heißt, jetzt kommt wieder dieses Thieves the Dark Project Simulator? Das könnte sich als nützlich erweisen. Tatsächlich, wir klauen. Wir klauen aus einer jüdischen Gemeinde. Und das ohne rot zu werden. Durch das Fenster kann ich nicht hinaus. Es ist verriegelt und scheint außerdem verstärkt zu sein. Ich muss einen anderen Weg nach draußen finden. Mit den Gardinen des Todes wurde dieses Fenster hermetisch verschlossen. Deswegen habe ich auch zu Hause bei mir keine Gardinen vor dem Fenster. Man weiß ja nie, wann du mal spontan ganz schnell die Wohnung verlassen musst und mit Gardinen, da kommst du einfach nicht mehr durch. Das kannst du voll vergessen. Du versperrst dir quasi deinen eigenen Fluchtweg nach draußen. So, mal gucken, ist hier jemand? Wenn hier einer ist, soll er Piep sagen. Gut, ist keiner, Gott sei Dank. Küche immer noch verschlossen? Die Küche. Die Tür ist abgeschlossen und außerdem finde ich darin nicht, wonach ich suche. Aber wenn ich jetzt etwas hätte Bacon essen wollen... Schade. Ist ja jemand? Hat uns hier einer bemerkt? Herr Türsteher? Abgeschlossen. Gut, Gott sei Dank. Dosen? Ich brauche etwas. Der will jetzt nicht das ganze Ding hier mitnehmen, oder? Wir können es anzünden. Ich brauche etwas. Ich finde das bedenklich, was der hier schon wieder machen will. Gott, wir können da einfach unten aus dem Fenster gehen, oder nicht? Das, wieso klaut der hier lauter Sachen? Ein Seil? Beschuldigt nicht mich, guckt mich nicht so vorwurfsvoll an. Das Spiel gibt mir die Möglichkeit, was mitzunehmen und ich tue es. Moment, ich stelle gerade fest, vor Gericht wäre das eine saublöde Ausrede. Weil das reale Leben gibt uns ja auch ständig irgendwelche Versuchungen. Bin ich jetzt die Böse, weil ich das mitnehme, weil mir das Spiel vorgibt? Also die Möglichkeit gibt? Verdammt! Das Fass wurde wieder vor das Fenster gestellt und versperrt meinen Ausgang. Ich muss einen anderen Weg nach draußen finden. Wer hat das da wieder hingestellt? Und dass keiner auf die Idee gekommen ist mit dem offenen Fenster, dass da hier einer eingestiegen sein könnte? Sag mal, eigentlich hätte es ja jetzt eine Hausdurchsuchung geben müssen. Theoretisch, wenn ich als Türsteher irgendwo unterwegs bin und feststelle, verdammt, da wurde ein Fass weggeräumt und das Fenster ist offen, was eigentlich sonst immer verschlossen ist, dann ist doch eigentlich die naheliegende Schlussfolgerung, dass hier jemand eingestiegen ist. Jemand, der hier nicht hingehört. Also werde ich anfangen, Alarm auszulösen und hier alles zu durchsuchen. Durch das Fenster kann ich nicht hinaus. Es ist verriegelt und scheint außerdem verstärkt zu sein. Ich muss einen anderen Weg nach draußen finden. Schon wieder die Gardine des Todes. Ich sag's euch, lasst die Gardinen weg, ihr kommt viel einfacher von A nach B. Abgeschlossen. Gut, wie viele Varianten habe ich denn dann noch? Ich habe jetzt ein Seil. Was tut der? Haken? Ich brauche etwas. Wir können auch Blechdosen nehmen. Noch mehr Seil? Ich brauche etwas. Ein Eimer? Eimer mit leeren Blechdosen? Okay. Ich brauche etwas. Ich bin mir nicht ganz sicher, was er machen will. Ich könnte hiermit etwas niederschlagen. Was? Was geht hier vor? Ich weiß es nicht. Ich brauche etwas. Ich brauche etwas. Wenn der hier eine Kerze stehen hat, wahrscheinlich Feuer. War hier irgendwo eine offene Kerze?
Moment. Stand hier eine Kerze rum? Ne, hier ist eine Lampe. Ah. Aber warte mal, wir haben Streichhölzer. Ich bin ja auch bescheuert. Ich suche hier eine offene Kerze. Streichhölzer. Ich brauche etwas. Auch nicht. Ich bin echt ein bisschen gerade überfragt. Ich brauche etwas. Ja, könnte er ein bisschen mehr dazu sagen? Was könnte man denn hier machen? Nochmal schauen, habe ich was übersehen? Kombiniere alles mit allem, Try-and-Error-Prinzip. Also das muss ich sagen, ist in diesem Spiel schon groß geschrieben. Die Küche. Da wäre doch zumindest das drin, was wir suchen. Ich bin mir zu 90% sicher. Gut, hier ist nichts. Hier ist auch nichts. Das ist wieder dieses hermetisch verschlossene Fenster aufgrund der Gardine des Todes. Kann es auch sein, dass die Türen in dem Spiel immer in die Richtung aufgehen, die du gerade brauchst? Geht die jetzt auch alleine wieder zu? Ja. Da vorne ist dieser seltsame Typ. Die jubeln da so ein bisschen vor sich hin. Gut, ich habe keine Ahnung. Streichhölzer? Ich bin mir ja nicht so... Ich brauche etwas. Ja, was denn? Red doch mal mit mir. Ich brauche etwas. Aber wie so ein bockendes Kind. Der redet einfach nicht mit dir. Was habe ich übersehen? Ich gehe nochmal in den Keller. Moment, warum mache ich da die Tür auf? Ist hier noch was? Kann ich hier irgendwie das Seil anbringen? Verdammt. Nee. Okay, offenbar nicht. Aber ich hätte einfach mal gern das Seil da drumherum geschlungen. Hätte zwar nicht viel Effekt gehabt, aber ich hätte mich trotzdem drüber gefreut. Aber trotzdem bin ich der Meinung, dass man hier vielleicht rauskommen könnte. Weil du kannst ja auf den Kohlen, kannst du nach oben klettern, ist zwar eine wackelige Angelegenheit, du musst auch aufpassen, dass du nicht wegrutscht. Aber es ist möglich und dann einfach zur Seite sich rausgequetscht. Naja. Wenn ich eins gelernt habe, ist, dass Fleisch sehr dehnbar ist. Moment, das klingt jetzt an. Sehr falsch. Ich meine in Bezug drauf, dass es halt auch anpassungsfähig ist. Ich habe meinen Arm schon grundsätzlich immer durch irgendwelche Spalte, sag ich mal, durchgequetscht, um an Dinge zu gelangen. Das macht's, glaube ich, gerade nicht besser. Okay, ich rede nicht mehr drüber. Ich brauche etwas. Oh Gott, was denn, Sherlock? Red mit mir. Ich brauche etwas. Ich verstehe nicht ganz, was hier passiert. Ich bin verwirrt. Moment, ich suche das mal kurz im Offscreen. Das Rätsel-Lösung ist hier oben. Ich sag mal nichts dazu. Ich meine, wir haben den Hinweis bekommen, dass wir die, also den Türsteher aus der Empfangshalle irgendwie weglocken sollen. Aber ich bin jetzt davon ausgegangen, dass wir hier einen Weg nach draußen finden müssen. Und deswegen, dass wir den Seil und das ganze Gedöns dafür brauchen, um irgendwie aus dem Fenster zu klettern. Nicht um hier so eine wilde Konstruktion aufzubauen, aber gut. Nun gut, Kerze anzünden. Und jetzt schnell zum Verstecken in das Verwaltungszimmer. Gut, macht's. Ab ins Verwaltungszimmer. Und verstecken. Gar nicht offensichtlich. Das war unspektakulär. Oh Gott, nein! Das klang ja gerade so, als ob dort einer ein paar alte Döschen umgeworfen hat. Nein, und das gegenüber von der Küche. Ich sollte Joseph Levy in der Middlesex Street 36 einen Besuch abstatten. Dass du da jetzt hingehst. Ich meine, hier weiß kein Mensch, wo du bist. Was ist, wenn der Jack the Ripper begegnet? Vielleicht ist dieser Levi der Jack the Ripper, obwohl ich nicht glaube, weil wir dem noch nicht begegnet sind, aber... Ach, ich weiß auch nicht. Keine Ahnung. Los geht's. Miller's Court? Wo ist der? Ach so, gleich nebenan. Wie schön. Ich bin in der Middlesex Street und muss Haus Nummer 36 finden. Das ist ja ein bisschen hell.
Aber das ist wahrscheinlich wieder dieser typische Nebel von London. Und diese Straßenbarrikaden, alles sehr, sehr realistisch hier. Entschuldigung, wissen Sie, wo die 36 ist? Die besten Regenschirme von ganz Whitechapel schützt auch vor Bierflaschen und Nachttöpfen. Wieso hast du die verstärkt? Ich würde gern so ein Gerät erwerben. 36. Warte mal, irgendwo müssen ja Hausnummern stehen. Guten Tag, hier ist die 31. Da ist die 38. 35. 36, hier haben wir's. Guten Tag, Sir. Sie wünschen? Guten Tag, Ma'am. Ich würde gerne mit Mr. Levy sprechen. Ist er zu Hause? Ich bin Mrs. Levy, seine Frau. Er ist noch nicht zurück. Wissen Sie, wann er nach Hause kommt? Nein, er arbeitet im Metzgerladen und hilft außerdem im Schlachthof aus. Oft kommt er nicht vor dem frühen Morgen nach Hause und geht dann gleich wieder. Gut, hören Sie. Sobald Ihr Mann Joseph zurückkommt, sagen Sie ihm bitte, dass... Mein Mann heißt nicht Joseph. Sie sind nicht die Frau von Joseph Hyam Levy? Nein, natürlich nicht. Ich bin die Frau von Jacob Levy. Joseph Hyam Levy hat hier mit seinen Eltern gewohnt. Aber dann ist er weggezogen. Mama, Mama, wer ist dieser Mann, mit dem du da redest? Aber dieses arme Kind hat Syphilis. Man sieht es deutlich in seinem Gesicht. Lasst uns alleine, Kinder. Geht wieder rein zu euren Geschwistern. Ja, Mutter. Wie gesagt, Mr. Hyam Levy wohnt nicht mehr hier. Er arbeitet in einer Metzgerei nahe Aldgate, aber ich weiß nicht genau wo. Wenn Sie ihn dort finden, wird er sicher auch in der Gegend wohnen. Metzger wohnen immer in der Nähe ihres Arbeitsplatzes. Können Sie ihm vielleicht in meinem Namen eine Nachricht übergeben? Tja, also, ich sehe ihn nicht allzu oft und obwohl wir ihn kennen, haben wir nicht gerade ein freundschaftliches Verhältnis, verstehen Sie? Belästigt er dich, Mami? Nein, Simon, überhaupt nicht. Sie haben einen hübschen Sohn. Es ist außergewöhnlich, dass er blonde Haare hat. Er kommt ganz nach seinem Vater. Kräftig und blondes Haar. Warten Sie, er erinnert mich an jemanden. An einen Mann um die 50. Sehr groß, mindestens 6 Fuß. Und Linkshänder, richtig? Da liegen Sie leider wieder falsch. Mein Mann ist 32 Jahre alt. Nicht größer als 5 Fuß 3 Zoll. Und Rechtshänder. Offensichtlich leben in dieser Gegend viele Leute mit dem Nachnamen Levy. Ich werde jetzt gehen. Ach, und verzeihen Sie bitte die Störung. Vielleicht habe ich eines Tages das Vergnügen, Sie wiederzusehen. Leben Sie wohl, Ma'am. Auf Wiedersehen, Sir. Gott, nein. Wir haben ihn. Das ist er. Papa! Das ist der Beweis. Ich muss sofort zurück in die Baker Street. Zurück in die Baker Street. Nein, Freunde, das ist er. Und es ist das weibliche Bauchgefühl. Nenn's, was es will, aber das ist er. Das ist unser Jack the Ripper. Und der Kerl ist selber Vater. Der hat eine intakte Familie, der hat eine Frau, der hat Kinder. Och Gott, nein. Nein, 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 komm, ich schwenke um. Das soll doch lieber der Professor Bumblebee sein. Das. Ach nein, Leute, das kann nicht sein. Ach Mann. Watson, Sie sehen nicht gut aus. Und wessen Schuld ist das, Holmes? Wenn Sie mir nicht Ihr Meisterwerk in Ton gezeigt hätten. Manch eine Vorgehensweise hat größere Auswirkungen, als man es auf den ersten Blick erwartet hätte. Hören Sie, Watson, in wenigen Minuten verlasse ich die Baker Street, um Jack the Ripper zu konfrontieren und seinem schändlichen Treiben ein Ende zu bereiten. Vorher möchte ich jedoch einen Blick auf all unsere Untersuchungsergebnisse werfen, um sicherzugehen, dass die Sachlage eindeutig ist. Jack the Ripper? Sie kennen die Identität von Jack the Ripper? Ohne den geringsten Zweifel, Watson. Ich versichere Ihnen, dass wir jedes Detail kennen, um herauszufinden, wer Jack the Ripper ist. Wollen Sie diese Arbeit mit mir gemeinsam erledigen? Nun, uns fehlen immer noch gewisse Informationen, um diese Untersuchung abschließen zu können, Watson.
Oh Gott, vielleicht habe ich auch einen vorschnellen Schluss gezogen. Ich meine, es ist ja noch alles offen. Es wurde ja noch nicht ausgesprochen. Und ganz im Ernst, wir kennen den ja gar nicht, den Levi. Also, diesen Jacob. Wir kennen den ja gar nicht. Gut. Der Whitechapel-Mörder hatte genug Zeit, um sowohl Elstride als auch Sea Eddowes zu ermorden. Halt, was? Hallo? Ach so. Moment, jetzt bin ich verwirrt. So. Sie hatte einen Fingerhut in der Hand gehalten. Hatte einen Briefumschlag in der Hand. Er hat sie abgelenkt, bevor er sie getötet hat. Das ist klar. Der Whitechapel-Mörder hatte genug Zeit, um sowohl Elstride als auch Sea Eddowes zu ermorden. Wieso wird es da nicht rein? Der Whitechapel-Mörder ist immer auf die gleiche Weise vorgegangen, muss einen Komplizen... Ist immer auf die gleiche Weise vorgegangen, ja. So, und das führt... Es handelt sich nicht um den gleichen Mörder, der auch... Es handelt sich um den gleichen Mann, der auch Polly Nichols und Annie Chapman ermordet hat. Und hier... Ach so, hier kommt es rein. Der Whitechapel-Mörder hatte genug Zeit, um sowohl Estride als auch Dingsbums zu ermorden. Entschuldigung, Sea Eddowes. Ich will sie ja nicht degradieren. Und... Mary Jane Kellys Hals wurde wie bei den anderen Opfern aufgeschnitten. Es handelt sich um den gleichen Mann, der auch Estride und ermordet hat. Jack the Ripper hat einen Komplizen. Natürlich handelt es sich um den gleichen Mann. Ist ein kräftiger Mann? Ja. Jack the Ripper hat ohne Zweifel Polly Nichols, Annie Chapman, Lestrade, Catherine Eddowes und Mary Jane Kelly ermordet. So. Der Mörder hat die Kehle von Polly Nichols durchgeschnitten. Bei den Morden an Polly Nichols, Annie Chapman, Lestrade und Catherine Eddowes und Mary Jane Kelly wurden bereits das gleiche Fleischermesser benutzt, ja. Mary Jane Kellys Mörder verfügt über anatomisches Wissen, ja. Und das führt alles zu der Annahme, war ein Metzger. Oder ist es noch? Man weiß es ja nicht. In London gibt es keinen Organhandel. Oh! Ja gut, das ist jetzt wieder interessant. Mary Jane Kellys Herz wurde auf die gleiche Weise wie die Organe der anderen Opfer entfernt. Ja. Wurden Organe entnommen. Und an Mary Jane Kellys Lunge waren Einschnitte zu erkennen. Hat mit der Entnahme der Organe gezögert. Er wollte den Gesundheitszustand seiner Opfer überprüfen. Oh nein. Jedes Opfer hat eine angeborene Missstellung. Nein. Organe, wenn er die Möglichkeit dazu hatte. Puh. Annie Chapmans Ringe waren nicht wertvoll. Die Verletzungen an Catherine Eddowes Hals lassen darauf schließen, dass der Mörder Rechtshänder ist. Der Mörder hat Annie Chapman durchsucht. Was? Der Mörder hat nach Gegenständen gesucht, die Opfer von ihm gestohlen hatten. Hat nach Geld- oder Wertgegenständen gesucht? Ja. Er sammelt Trophäen? Nee, Quatsch. Ein Fetischist? Der Whitechapel-Mörder ist arm? Echt jetzt? Okay. Aber warum, er hat es ja immer daneben liegen lassen? Was soll der Blödsinn? Ach so, es geht jetzt nicht um den Fingerhut. Gut, alles klar. Die Verletzungen an Catherine Eddowes Hals... Eddowes, nicht Eddowes. Ich nenne sie einfach nur noch Catherine, okay? Dass der Mörder Rechtshänder ist. Jupp, er ist Rechtshänder. Ein Stück von Catherines weißer Schürze wurde abgeschnitten. Und das wurde gefunden in der Woolston Street bei dieser Nachricht. Syphilis führt zu Verunstaltungen im Gesicht. Der Whitechapel-Mörder hinterließ in der Woolston Street eine judenfeindliche Nachricht. Und die gute Mary Jane Kelly wurde verstümmelt. Jack the Ripper will die Schuld auf jemanden lenken, der in der Woolston Street wohnt. Hat mit der jüdischen Gemeinde eine Rechnung offen.
Syphilis führt zu Verunstaltungen im Gesicht. Jack the Ripper wollte seine letzten Opfer so aussehen lassen, als hätten sie Syphilis. Ja. Und das führt dazu... Jack the Ripper will, dass ihn die Öffentlichkeit mit einer tödlichen Krankheit in Verbindung bringt. Jack the Ripper leidet scheinbar an Syphilis, hat direkt oder indirekt mit Syphilis Kontakt. Perfekt, Watson. Finden wir heraus, wer Jack the Ripper ist, Watson. Okay, ich glaube, es geht aufs Finale zu, Freunde. Das letzte Detail, Gott, wo steht denn jetzt? Ach, hier. Es ist an der Zeit herauszufinden, wer was, wie, wo, wann getan hat. Wir haben also 5 Verdächtige. Weisen wir jedem Verdächtigen die Fakten zu, die auf ihn zutreffen. Okay, wen haben wir zur Auswahl? Wir haben den Dr. Bumblebee. Wir haben James Hardiman, Walter Sickert. Das ist der Typ aus dem Bordell. Der ist sowieso raus. Der ist mittlerweile wieder in Frankreich. Wir haben Jacob Levy und wir haben Abraham Solomonowitsch. Nun gut. Der Whitechapel-Mörder ist arm. Trifft auf James Hardiman zu. Jacob Levy. Abraham Solomonowitsch glaube ich weniger. Oh Gott, das kann ich ja immer weiter durchscrollen. Okay. Also ich weiß nicht, der hier auf keinen Fall. Das ist ja so ein Etepetete-Künstler. Der hat ja auch einen sauteuren Stock. Dr. Francis Tumblety ist, glaube ich, auch nicht arm. Ich probiere es nur trotzdem mal. Nee. Weil, wie gesagt, der hätte einfach für ein paar Münzen, hätte er sich die Organe kaufen können. Abraham Solomonowitsch, glaube ich, auch nicht. Was? Abraham Solomonowitsch ist ein armer Kerl? Ach, da! Stimmt, wir reden ja von dem Tierhändler. Und nicht von Isaac. Stimmt, Isaac war der Schuster, okay. Gut. Also die ja nicht, der Walter Sickert auf keinen Fall. Aber bevor ich einen Fehler mache, nein, doch, es stimmt. Ich find's super. Der Whitechapel-Mörder ist oder war Metzger. Nee, er ist Arzt. James Hardy, Man auf jeden Fall. Jacob Levy. Abraham Solomonowitsch. Oh, bis jetzt sieht's ja... Jack the Ripper hat mit der jüdischen Gemeinde eine Rechnung offen. James Hardiman glaube ich weniger. Der hat ja selber dort eingekauft. Nee, dachte ich mir auch. So, Jacob Levy, wissen wir. Das wäre jetzt natürlich interessant. Abraham Solomonowitsch. Ich wüsste jetzt aber nicht, wo das Motiv liegt. Ehrlich gesagt. James Hardiman, ich probiere es einfach aus. Nicht, dass wir was übersehen. Nee, aber das war klar. Also das ist ja, der Kerl hat er einfach eingekauft. Warum sollte das für ihn jetzt, ein Motiv geben? Jack the Ripper ist ein kräftiger Mann. Trifft auf Professor Bumblebee zu. Nicht auf James Hardiman, auf keinen Fall. Walter Sickert sowieso nicht, der ist nicht mehr da. Den nehme ich komplett raus. Jack the Ripper ist ein kräftiger Mann, Jacob Levy. Abraham Solomonowitsch glaube ich nicht, aber bevor ich einen Fehler mache? Nee. So, dann haben wir, der Mörder trägt Arbeiterkleidung. Das ist James Hardiman auf jeden Fall. Das ist hier Jacob Levy auf jeden Fall. Arbeiterkleidung, Abraham Solomonowitsch? Nee, der läuft eigentlich wie so ein kleiner Rabbi-Verschnitt rum. Und dachte ich mir. So, super. Dann haben wir hier Arbeiterkleidung. Jack the Ripper wohnt in der Gegend um die Aldgate Station. Das stimmt auf jeden Fall. Abraham Solomonowitsch. Ich weiß keine Ahnung, wo der wohnt. Ich glaube nicht. Aber ja, gut, das ist das jüdische Viertel, vermutlich schon. Nee, aber er wohnt da nicht. Okay. Und wo James Hardiman wohnt, weiß ich jetzt auch nicht. Das ist ja eigentlich, das können wir gar nicht beantworten, weil wir nicht wissen, wo die wohnen. Wir wissen ja nur, wo der Jacob Levy wohnt. Und wo Professor Bumblebee gewohnt hat. Weiter. Der Mörder ist 5 Fuß und 3 Zoll groß. Wissen wir. Gerade aus der Sequenz. Ich weiß nicht, James Hardiman? Nö. Nö, also eigentlich, wir wissen... Wir können das eigentlich gleich sagen, dass das... Der Mörder hat blondes Haar und einen Oberlippenbart. Hat definitiv keine blonden Haare, hat überhaupt keinen Bart und überhaupt keine Haare. Walter Sickert ist raus, der ist nicht da. Und das ist definitiv alles nur nicht blond. Ist Rechtshänder. Und er hat indirekt und direkt mit Syphilis zu tun.
Ich wusste es. Aber warum muss es immer der Familienvater sein, der eigentlich ein intaktes Familienleben hat? Warum muss das so ein krankes Schwein sein? Ach, Manu. Na bitte, Watson. Jacob Levy, Jack the Ripper. Unglaublich, Holmes. Und nicht weniger entsetzlich. Einige Gesichtspunkte dieses Falles sind jedoch noch unklar. Zumindest mir. Zum Beispiel, Watson? Warum tötet der Mann nur Prostituierte? Er hat es auf Prostituierte abgesehen, weil er sie für sein erbärmliches Leben verantwortlich macht. Er muss sie früher regelmäßig aufgesucht und sich bei diesen nächtlichen Besuchen mit Syphilis infiziert haben. Irgendwann hat er seine Ehefrau angesteckt. Und schließlich ist der Erreger über sie an mindestens eines ihrer Kinder übertragen worden. Er ist ein verbitterter Mensch, der sich für einen selbstverschuldeten Fehler rächen will, der nicht wieder gut zu machen ist. Warum tötet er nur solch kümmerliche Prostituierte? Er hatte nicht die finanziellen Mittel, um besser gestellte Prostituierte als Polly Nichols, Annie Chapman und die anderen Opfer aufzusuchen. Einmal sah er sich sogar gezwungen zu stehlen, um über die Runden zu kommen. Für diese Unbesonnenheit musste er einen hohen Preis bezahlen. Er kam ins Gefängnis und wurde von seiner Gemeinde verstoßen. Er musste also drittklassige Prostituierte aufsuchen und hat sich dabei mit Syphilis angesteckt. Und sie sind es, die dafür bezahlen müssen. Aber warum hat er die Organe entnommen? Um sich an seiner Gemeinde zu rächen, die ihn verstoßen hat und deren Mitglieder erfolgreicher sind als er. Wegen seiner Zeit im Gefängnis war er stark benachteiligt. Er hatte von nun an den Ruf eines Diebes und Verrückten. Und so nahm er auf die hinterhältigste und schrecklichste Art und Weise, die man sich vorstellen kann, Rache. Er rieb sein Fleischermesser an der Gebärmutter einer kranken Prostituierten ab, bevor er es in der Metzgerei benutzte. Und die Niere von Catherine Eddowes verkaufte er als Kalbsniere. Warum hat er die Gesichter der letzten beiden Opfer verstümmelt? Erneut war Rache das Motiv, Watson. Was ihr meinem Kind angetan habt, müsst ihr nun ebenfalls erleiden. Und warum das Stück der Schürze und die Kreidenachricht in der Goulston Street? Es gibt nur einen Grund dafür, dass er das Stück der Schürze dort abgelegt hat und sich damit nicht nur als Verfasser der Kreidenachricht zu erkennen gegeben hat, sondern auch unnötig Aufsehen erregt hat. Er macht die Leute, die in diesem Gebäude wohnen, für seine Verhaftung verantwortlich. Die Metzgerei, die er bestohlen hat, befindet sich ebenfalls in der Goulston Street. Und die meisten Metzger, die ihn beschuldigt haben, leben mit Sicherheit in der Nähe ihres Arbeitsplatzes. Aber warum ist seiner Frau oder seinem Umfeld nie etwas aufgefallen? Seine Frau hat viele Kinder, die mit Sicherheit all ihre Aufmerksamkeit erfordern. Der Mann arbeitet als Metzger, was ihm bei Befragungen durch die Polizisten auf der Straße zugutekommt. Er kann damit die blutverschmierte Kleidung rechtfertigen. Zudem arbeiten Metzger häufig in der Nacht, weil das Fleisch am nächsten Morgen frisch verkauft werden muss. Er hat mit seiner nächtlichen Abwesenheit keinen Verdacht erregt. Und da er in einer Metzgerei oder einem Schlachthof arbeitet, war es für ihn einfach, seinen Plan mit der Niere umzusetzen und ein Messer mit menschlichem Blut zu benutzen. Diese Geschichte ist schockierend, Holmes. In der Tat, Watson. Lügen, Untreue, eine Geschlechtskrankheit, Mord, Verstümmelung und schließlich Kannibalismus. Dieser Fall lässt keine der Abscheulichkeiten aus, zu denen die niederträchtigsten Menschen fähig sind. Wir müssen sofort nach Whitechapel und dafür sorgen, dass dieser Wahnsinnige dorthin kommt, wo er keinen Schaden mehr anrichten kann, Holmes. Ja, Watson. Auf geht's. Zum großen Finale. Im strömenden Regen. Das perfekte Wetter. Ich glaube, wir sind nicht allein. Hoffentlich hindern uns diese Männer nicht daran, hineinzugehen. Ich werde hineingehen, Watson. Aber Ihre Reise endet heute Nacht hier. Entschuldigung? Sie sind bisweilen etwas hitzköpfig. Außerdem muss Ihnen Mr. Solomonowitsch einiges erklären. Ich werde drinnen nicht lange brauchen.
Sie können hineingehen, Mr. Holmes. Er wartet dort auf Sie. Wir haben alles in die Wege geleitet, so wie Sie es gesagt haben. Ich weiß gar nicht, Ihnen danken soll. Später, später. Wir schulden Dr. Watson eine Erklärung. Kümmern Sie sich darum. Guten Tag, Watson. Holmes, wissen Sie überhaupt, was Sie da getan haben? Ich denke ja, Watson. Sie haben diesen blutrünstigen Verrückten nicht der Polizei übergeben? Was für eine Torheit! Die Polizei wird ihren gesuchten Verbrecher nie finden. Aber die verstärkte Polizeipräsenz in dieser Gegend wird indirekt positive Auswirkungen auf die hiesige Kriminalitätsrate haben. Aber Holmes, ich muss protestieren. Der Gerechtigkeit wurde nicht Genüge getan. Und wir tragen daran eine Mitschuld. Gerechtigkeit? Ich handle nicht im Dienste der Gerechtigkeit, Watson, sondern im Dienste der Wahrheit. Im Übrigen diene ich auch meinem Land. Und ich glaube nicht, dass ich ihm jemals einen besseren Dienst erwiesen habe als gestern Abend. Stellen Sie sich vor, was passiert wäre, wenn nach Monaten des Schreckens und einem fürchterlichen Mord wie dem in der Dorset Street ein Mann jüdischen Glaubens, ein Arbeiter, ein Familienvater, der Öffentlichkeit als Täter präsentiert worden wäre. Ein Mann, der zu verantworten hat, dass Mitglieder seiner Glaubensgemeinschaft Menschenfleisch gegessen haben. Die Spannungen, die daraus erwachsen wären, hätten sich in unzähligen antisemitischen Verbrechen entladen, die Whitechapel in ein Chaos aus Feuer und Blut gestürzt hätten. Und die Familie dieses Mannes, die völlig unschuldig ist und mehr gelitten hat als die Bewohner von Whitechapel, wäre als erstes in die Schusslinie geraten. Sollen wir eine ganze Glaubensgemeinschaft in große Gefahr bringen, weil eines ihrer Mitglieder unaussprechliche Verbrechen begangen hat? Weder Sie noch ich haben das Recht, so zu handeln. Jacob Levy,
Jack the Ripper, ist nun in den Händen seiner eigenen Leute. Ich habe großes Vertrauen in Mr. Solomonowitsch und die anderen Mitglieder seiner Gemeinde, die uns, ich möchte Sie daran erinnern, couragiert geholfen haben. Sie haben große Risiken auf sich genommen und mit äußerster Diskretion gehandelt. Ach ja, es versteht sich von selbst, dass Sie diese Untersuchung nicht schriftlich festhalten dürfen. Erfinden Sie stattdessen lieber eine Geschichte, in der wir diese finstere Zeit weit weg von London verbringen. Und zwar, lassen Sie mich überlegen, es muss anspruchsvoll sein, auf der Suche nach einem mysteriösen Hund, der in der Nacht leuchtet. Seien Sie nicht albern, Holmes. Wie geht es weiter? Für die Polizei ist dieser vermeintlich ungelöste Fall eine herbe Niederlage, die ihre Glaubwürdigkeit ernsthaft in Frage stellen wird. Und dieser Mann? Nun, wenn erst einmal einige Monate ins Land gezogen sind und die Polizei erkennt, dass sie in eine Sackgasse geraten ist, wird sie sich eine Geschichte einfallen lassen. Und jeder wird vermuten, dass die Polizei die geheime Identität des Mörders kennt und aus irgendwelchen Gründen nicht preisgeben darf. Jacob Levy, Jack the Ripper, wird von seinen eigenen Leuten festgehalten. Er wird bis zum Ende seiner Tage wie ein Löwe in seinem Käfig auf und ab gehen, verfolgt von den Erinnerungen an seine Verbrechen und seinen unstillbaren Rachegelüsten. Bis ihn schließlich die Krankheit, die ihn dazu veranlasst hat, diese armen Frauen zu töten, als letztes Opfer einfordern wird. Der Mord von Mary Jane Kelly war das letzte Verbrechen von Jack the Ripper. Am 29. Juli 1891 starb Jacob Levy an einer Lähmung verursacht durch Syphilis. Im selben Jahr wurde die Akte von der Polizei ohne Begründung geschlossen. Für die Öffentlichkeit blieb dieser mysteriöse Fall ungelöst. Der Schatten von Jack the Ripper wird für immer in den dunklen Gassen von Whitechapel umherstreifen. Sherlock Holmes jagt Jack the Ripper. Tja, Freunde, wir haben es geschafft. Wir haben das Spiel durchgespielt. Und das Spiel stammt immer noch von Frogwares. Und ich muss ehrlich sagen, ich hatte gerade richtig Gänsehaut, wo Sherlock Holmes zu Watson gesagt hat, für sie endet die Reise hier. Ich muss zugeben, ich hatte für einen kurzen Moment den Verdacht, dass Sherlock Holmes Jack the Ripper alias Jacob Levy töten wird. So hat es sich für mich angehört. Deswegen wollte er auch nicht, dass Watson mitkommt, dass er sich nicht mitschuldig macht, genauso wenig wie er nicht wollte, dass die anderen das sehen, dass er ihn jetzt gezwungen hat, nochmal alles zu durchleben, war schon, sage ich mal, ein starkes Finale. Obwohl ich mir gewünscht hätte, dass man zumindest noch den Dialog noch mithört. Das fand ich gerade ein bisschen, hat das Ganze ein bisschen geschmälert, aber das nochmal zu sehen, wie dieser Mensch vorgegangen ist und wie er das noch so alleine für sich dargegeben hat, wie er diese Frauen getötet hat. Oh Mann. Aber es ist, wie es nun mal so ist. Es ist nicht der Mann, von dem man es gedacht hätte. Es ist nicht der exzentrische Arzt, der einen Hass auf Frauen hat. Es war auch nicht Hardyman, der seine Frau und sein Kind verloren hat aufgrund der Syphilis. Gut, der Franzose in dem Bordell war sowieso nicht. Und es war auch nicht der geknechtete Abraham Solomonowitsch, der eigentlich nie so richtig Fuß fassen konnte. Nein, es war der Familienvater, der eigentlich alles hat auf der Welt, was man sich wünschen kann. Und ich glaube nur, dass, wenn man wirklich alles hat, was man sich wünschen kann, kann man solche Dummheiten begehen. Ich meine, er hatte eine liebevolle Frau zu Hause, er hatte Kinder zu Hause, dass man trotzdem eine Prostituierte aufsucht. Ich weiß es nicht, warum man das machen muss. Ich kann es ehrlich gesagt nicht verstehen. Es ist ja das älteste Gewerbe der Welt und nach wie vor eines der bestlaufendsten Gewerbe. Aber ich verstehe es nicht. Eigentlich in einer funktionierenden Partnerschaft hat so etwas wie Prostitution nichts verloren. Weil dafür entscheidet man sich ja für einen Partner. Dass der mit einem durch gute sowie auch schlechte Zeiten geht. Und Sexualität gehört, weiß Gott, zu einer guten Partnerschaft dazu. Weil man sagt ja immer, wenn der Sex in der Partnerschaft nicht stimmt, dann stimmt was mit der Partnerschaft nicht. Und ich denke auch, dass das zutreffend ist. Deswegen verstehe ich den Sinn von Prostituierten nicht. Um Gottes Willen, diese jungen Damen, die sich dafür entscheiden, natürlich dürfen die das ausüben, wenn sie das möchten. Ich meine, es gibt genug Single-Männer, die aufgrund von Arbeit oder auch
weil sie nicht persönlicher Veranlagung nicht in der Lage sind, eine Partnerschaft zu führen. Das ist auch in Ordnung. Muss ja jeder seinen Weg finden, wie er durchs Leben geht. Und dass dieser dann eine Prostituierte aufsucht, gut und schön. Aber ich finde es traurig, dass es ein, dass es ein Familienvater wieder ist, der eigentlich alles hat und selber einen Fehler gemacht hat und nun die ganze Welt dafür zur Rechenschaft zieht und Prostituierte, wie sagte Sherlock Holmes so schön, drittklassige Prostituierte abmurkst und die jüdische Gemeinde, die ihn als Dieb entlarvt hat, anstatt einfach mal kurz innezuhalten und zu überlegen, ja Mensch, ich habe hier den Fehler gemacht, ich habe das meiner Familie angetan. Das heißt nicht, dass man daraufhin in Selbstmitleid zerfließen soll, aber dann so viel Verantwortung besitzen soll, um zu sagen, hey, ja, ich habe den Fehler gemacht, ich habe das falsch gemacht, aber jetzt stelle ich mich dazu und mache es besser. Anstatt sich jetzt um seine Familie zu kümmern und dafür zu sorgen, dass es seinen Kindern gut geht, seine Energien darauf zu verwenden, dass halt auch dieses Kind, was an Syphilis erkrankt ist und auch, sage ich mal, diese Zeichnungen im Gesicht hat, dass das ein gutes Leben hat, soweit es möglich ist, vielleicht noch mehr Zeit mit der Familie zu verbringen. Nein, dann muss man natürlich so ein Ventil sich suchen und so dumm doof noch andere Menschen hineinziehen. Oh, und jetzt verpasse ich gerade hier den Disclaimer, der eigentlich hätte am Anfang kommen müssen. Dieses Spiel wird nicht von einer dritten Partei, einem Autor, einem Charakter, einer Firma, einem Film, einem Spiel, einem Buch oder irgendwas anderem, was ja nicht mehr zu lesen ist. Keine Ahnung. Auf jeden Fall, ich habe sowieso den Anfang verpasst. Nun gut, aber ich freue mich riesig. Wir haben es geschafft. Sherlock Holmes jagt Jack the Ripper. Wir haben es durch. Passiert hier noch was? Schwarzer Bildschirm und das blutige Messer. Das finde ich gerade ein bisschen gruselig. Das wird doch nicht etwa der Anfang einer Creepypasta sein. Und da sind wir wieder zurück auf dem Titelbildschirm. Sherlock Holmes jagt Jack the Ripper. Tja, wir haben es geschafft, Freunde. Wir haben Jack the Ripper gestellt. Auch wenn ich sagen muss, dass dieses Abenteuer, es war an manchen Stellen richtig spannend. Da ist es mir auch schwer gefallen, sag ich mal, die Episode zu beenden. An manchen Stellen ist es aber sehr langatmig. Ich weiß, es ist ein Point-and-Click-Adventure oder sagen wir mal so die Weiterentwicklung so ein bisschen vom Point-and-Click-Adventure, da wir ja schon in 3D irgendwo unterwegs sind. Aber manche Passagen, die kann man weglassen. Dieses gehe erst nach A, bringe dann A zu B und B zu C, um dann vielleicht irgendwie die Information für D zu erhalten, die du dann brauchst, um in E weiterzukommen. Finde ich ungünstig, hat theoretisch auch ein Sherlock-Holmes-Spiel nicht nötig. Sicherlich, die Spielzeit würde sich dadurch etwas verkürzen, aber ganz im Ernst, lieber eine kürzere Spielzeit und dafür ein paar mehr knackigere Rätsel, anspruchsvollere Rätsel und nicht so Try-and-Error-Prinzip. Ich weiß, ich nehme mich da nicht aus. Der Mensch geht halt den Weg des geringsten Widerstandes und wenn ich halt ein Rätsel nicht ad hoc irgendwie erfassen kann in meinem Kopf, man muss das ja immer noch sehen, ich habe jetzt nicht wirklich die Zeit, darüber nachzudenken, weil ich ja zeitgleich mit euch reden möchte. Und wenn ich da ein Rätsel nicht gleich erfasse, dann rutsche ich automatisch auch in dieses Prinzip Try-and-Error-Prinzip, was eigentlich gar nicht so sein sollte, weil ich eigentlich ein Mensch bin, ich setze mich gerne mal hin, wenn ich gerade auch so privat spiele und dann möchte ich wissen, wie das Rätsel funktioniert und dann möchte ich auch selber auf die Lösung kommen. Aber im Let's Play ist es immer ein bisschen schwierig. Deswegen, man wird es auch an manchen Stellen merken, dass ich, reden geht auch nicht mehr. Also, dass ich an manchen Stellen nochmal eine Passage neu gespielt habe, weil ich einfach mit der ersten Aufnahme nicht zufrieden war. Was an manchen Stellen dazu führt, dass ich halt schon wusste, was passiert. Aber ich hoffe trotzdem, also nichtsdestotrotz, dass ich euch das Spiel irgendwie ein bisschen spannend vermitteln konnte. Auf meine sehr skurrile und eigene Art. Und hoffe, ihr seid auch das nächste Mal mit dabei, wenn wir wieder ein Spielchen spielen. Die erste Folge vom nächsten Let's Play ist ja schon erschienen, Draculas Legacy. Das ist mal nicht ganz so anspruchsvolle Lektüre, sag ich mal. Und mal schauen, was wir danach spielen. Es würde mich freuen, wenn wir irgendwann mal wieder ein Sherlock Holmes Spiel spielen. Allerdings müsste ich dann die anderen Teile erstmal anspielen, weil nochmal so ein Spaß wie mit Arsène Lupin möchte ich mir ehrlich gesagt ersparen. Das heißt, ich werde dann erstmal anspielen und mal schauen, wie das ist und ob das Sinn macht. Ich weiß zum Beispiel, ich habe vor ganz, ganz, ganz langer Zeit mal ein Sherlock Holmes-Teil gespielt. Da war noch so richtig im Point-and-Click-Adventure-Stil gehalten. Also nicht, wo du hier mit WASD rumrennst, sondern wirklich ein per Mausklick hier oder da klickst du hin und dann geht dann auch Sherlock Holmes hin und nimmt halt das auf.
Das Spiel an sich war super. Nur, dass ich bis zum Schluss nicht verstanden habe, wer der Täter ist. Das wusste halt nur Sherlock Holmes. Das finde ich halt besser gemacht jetzt in dem Spiel, dass man halt immer mal so interagiert und damit auch mitkommt, was eigentlich aktuell Phase ist. Nun gut, dann zum letzten Mal. Jetzt aber wirklich. Dankeschön fürs Zusehen und ich hoffe, ihr seid wieder beim nächsten Let's Play-Projekt mit dabei. Bis dahin wünsche ich euch noch einen traumhaft schönen Tag. Dankeschön für eure Treue und bis zum nächsten Mal. Tschüssi Lee.